Es ist schön zu finden, was man begehrt. Gerade wenn die Suche langwierig war. Ich habe schon, seit ich hier in Greifswald bin, habe ich geschaut, ob es endlich mal irgendwo Stangen in Fitnessstudios gibt. Ich habe vorher schon mal Poledance ausprobiert und habe dann natürlich auch sehnsüchtig gewartet. Der Wunsch nach einem Poledance-Studio in Greifswald wurde erhört. Und zwar von Zilli. Mit einem Faible für ungewöhnliche Sportarten hat sie sich 10 Jahre lang immer mal wieder im Poledance ausprobiert. Das perfekte Umfeld hat sie dabei aber nicht gefunden. Ich habe Poledance immer für mich alleine gemacht und war einmal kurz in der Gruppe, die mir nicht ganz so gefallen hat, und habe dann überlegt, okay, vielleicht muss ein ganz anderes Konzept her, und habe dann natürlich fleißig geübt und dann den Trainerschein in Rosenheim gemacht, weil ich einfach diese Sportart gerne auch mit anderen Menschen teilen möchte. Es macht die Leute einfach glücklich, und das mit anderen zu teilen, das ist einfach ein tolles Gefühl. Aus dem Ehrgeiz heraus, das bieten zu können, was sie selbst vermisst hat, ist in Greifswald Zillis bereits zweites Studio entstanden. Hier bietet sie Poledance-Kurse für Anfänger sowie Fortgeschrittene an. Seit neuestem gehören auch Exotic-Kurse zum Angebot, welche den Fokus speziell auf Choreografien legen. Das Ganze in High Heels. Das Kursangebot wird dankend angenommen. Das Konzept der Trainingsstunden geht auf. Mir ist das immer bei großen Sportkursen ein bisschen unangenehm, wenn da ganz viele Leute sind und alle schauen. Und es dann, wenn man nur zu viert ist, mit der Trainerin höchstens zu fünft, ist das sehr entspannt. Zilli kann dadurch alle ihre Schützlinge im Auge behalten, individuell mit ihnen arbeiten und die nötige Hilfestellung geben. Ideale Umstände also, um sich der Herausforderung des Poledance zu stellen. Am Poledance selbst interessiert mich vor allem die Ästhetik auch, und es ist eine unfassbare Körpersprache. Mich fasziniert auch Yoga unfassbar sehr, und es ist wie Yoga Extreme in der Luft. Ehrgeizig zu verbessern, aber auch das Befassen mit dem eigenen Körper sind Bestandteil des Sports und der Faszination. Poledance nur auf Erotik zu reduzieren, wäre aber ebenso falsch wie lediglich den sportlichen Aspekt zu betonen. Es ist eben das Zusammenspiel aus Ästhetik und Sport, das Poledance auszeichnet und die Menschen auch über das Training hinaus beeinflusst. Eine Mischung aus einem totalen Extrem und Sexiness und Tanz und einfach so eine körperliche Beherrschung zu haben, das ist schon sehr gut fürs Selbstwertgefühl. Und dazu dann auch noch gut tanzen zu können, ist natürlich dann noch die Krönung. Im Training wird bei manchen der Ehrgeiz geweckt, den sie vielleicht noch nicht so entdeckt haben. Und man möchte immer mehr können, also man wird einfach süchtig danach und möchte immer mehr Herausforderungen haben. Wer das nicht glauben will, sollte zumindest selbst einmal den Versuch gewagt haben. Ausreden gibt es an dieser Stelle keine, denn Poledance kann jeder machen, weil sobald man es macht, fühlt man sich wohl in seinem Körper. Und das ist doch wichtig, dass man das Selbstwertgefühl, was einfach im Alltag untergeht, dass man das wiedererlangt. Man muss einfach häufig eine Uniform tragen und kann nicht das Innere nach außen kehren. Und beim Poledance kann man wirklich voll die Sau rauslassen und sich dabei wohlfühlen. Sich sportlich weiterentwickeln, den eigenen Körper kennenlernen und mit Stolz man selbst sein. Das ist Poledance.